Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Wir haben immer noch den 5.01.2016, es ist 12:51 und wir machen nur noch 12 weiter mit der letzten Dark World Level, No Quarter. Das ist wahrscheinlich eine der schlimmsten und schwersten. Und wahrscheinlich auch eine der längsten. Nein, so klappt das jedenfalls nicht. Erster Sprung? Kann ich hier den Wandsprung machen, ohne an dieser Säge zu zerplatzen? Das ist die Frage. Kommt mir nämlich nicht so vor. Jetzt die ganze Zeit von unten zu zerplatzen, das ist auch nicht gut. Zack und zack. Ich muss es so machen. Oh nein, ich wollte hier doch weiter Wandsprung machen. Das ist jetzt nur der erste Teil des Levels. Am besten mache ich da gleich den Wandsprung weiter. Überhaupt nicht ausruhen, sozusagen. Achso, das klappt ja nicht. Ups. So, hier ist ein schöner toter Winkel. Ganz knapp. Ach du meine Güte. Guckt euch mal dieses Inge an. Da sind extra Stacheln. Wie soll ich denn da durchkommen? Da denken wir gleich drüber nach. Erstmal wieder hinkommen. Guter Winkel ausnutzen. Warten, bis die da weg ist. Und hier sterben. Also, leicht ist diese Welt nicht. Verdammt, da wollte ich ja gleich den Wandsprung weitermachen. Zack, zack, zack. Hey! Finde ich blöd. Warten wir halt kurz. Die ganze Zeit hat es doch geklappt. Ich bin doch gesprungen. Welche Säge hat mich jetzt getroffen? Also, so trifft die. Werde ich getroffen. Huch. Wenn ich jetzt nicht richtig lande, das ist natürlich auch blöd. Das war natürlich auch dumm. Ich hätte doch eigentlich am besten geklappt, wenn ich sofort weiterspringe. Hey, kann ich auch lang. Okay. Hier ist jedenfalls toter Winkel. Um dann hier durchzukommen. Ganz kleiner Sprung. Das wäre, hätte ich ein bisschen länger machen müssen, diesen Sprung. Uah, dieses Level wird die Hölle. Obwohl, die Hölle haben wir schon hinter uns. Es ist wirklich leichter, einfach in dieser Lücke sich zu quetschen. Kleiner Sprung. So. Wie soll ich da dran vorbeikommen? Ich muss es mir gleich mal genauer anschauen. Warten. Was hätten wir? Also hier kann ich nicht lang. So. Ha. Okay. Das ist hier ein absolutes Wandsprung-Level. Mal wieder. Achso, ja. Den Wandsprung hier kann ich vergessen. Hier. So machen wir das. Quetschen wir uns hier rein. Winziger Sprung hier durch. Hier lang. Halt, ich wollte doch von da drüben losspringen. So habe ich das nämlich gemacht. Oh, toll. Toll, toll, toll. Zack. Hoch. Hier lang. So weit, so gut. Nicht richtig gesprungen, nicht richtig geflogen. Tja, niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Einer Sprung. Oh Mist, nicht weit genug.
zack und zack. Zack und zack. Hier in die Lücke. Oh, verdammt. Ist nicht hoch genug gegangen, Meat Boy. So weit, so gut. Und schon habe ich den Sprung verhauen. Huch. Ich habe das Timing jetzt nicht total verhauen. Ja, wegen dem da. Besten ist es nämlich, wenn man von Anfang an immer alles genau gleich macht. Und toll, Meat Boy. Toll, toll, toll. Kannst auch überhaupt nichts. Ich kann das wieder vergessen, oder? Ach was, ich krieg's hin. Oh, verdammt. Da ist ja gar kein toter Winkel. Hallo? Ich lande doch hier. So, hoch. Jetzt muss ich mal kurz den toten Winkel abwarten. So, kleines, kleiner Sprung. Oha, und wieder nicht weit genug. Zack, zack. Rüber. Hier hin. Ganz kleiner Sprung. So, jetzt habe ich es. Nein, wie habe ich das denn gemacht? Ich hatte diesen Sprung doch drauf. Ja, das war klar, dass das jetzt nicht klappt. Ja, super! Zack, zack. Jetzt hier hin. Kurz warten. Ist doch mit Wandsprung gemacht. Sicher bin ich einfach durchgerutscht, genau. Meat Boy, komm schon, wir haben genug Anlauf genommen. Kurz warten. Kleiner Sprung. Ja, jedenfalls kleiner Sprung, aber der hat irgendwie gerade nicht so geklappt. Ich weiß auch, bei der Light-Version hatte ich auch bei den Sägen, die da waren, die größten Probleme. Das Level war, das war, oh mein Gott, stimmt's. Was? Wieso bin ich denn jetzt hier in die Stacheln geraten? Die sind doch nur da, damit ich es mir nicht leicht mache. Und ich sterbe natürlich nicht, obwohl ich längst richtig war. Meat Boy, jetzt bist du mir ein bisschen zu weit durchgegangen. Och, Meat Boy, Mann. Gerade tust du wirklich nicht das, was ich gerne hätte. Einer Sprung. So. Hier lang. Verdammt! Du hast diesen Sprung hinbekommen. Ansonsten war es das mit dem Level. Boah, Epic Save gerade. Wenigstens kann man sich in diesem Level ein bisschen saven. Im anderen war das schwieriger. Durch. Boah, oh, das hätte auch geklappt. Hätte ich irgendwie nicht erwartet. Aber dann bin ich falsch gefallen. Mano. Dankeschön, Meat Boy. Boah, schon 9 Minuten an dem Level dran. Wir sind noch kein bisschen vorangekommen. Das da könnte länger dauern. Aber ich würde es eigentlich auch gerne durchkommentieren, weil das so lang ist. Oh, shit. Also ich muss dann ein bisschen nach rechts. Rechts fallen. Gut, das habe ich also gelernt. So. Und wieder hier versagt. Und gleich am Anfang versagt. So. Nur, dass es hier keine Checkpoints gibt. Das war irgendwie klar. Ich hab's kommen sehen, dass ich mit diesem Sprung das jetzt nicht hinbekomme.
Und zack. Nochmal. Och, das gibt's doch nicht. Ich bin abgelenkt. Toll. So, noch ein Versuch. Super, in wenigstens. Aber ich glaube, ich werde in dem nächsten Part auch nochmal versuchen, dieses Level zu spielen, statt es gleich zusammenzuschneiden. Nein, da bin ich endlich mal so weit gekommen und dann das, gleich den ersten Sprung verhauen danach. Sind auch überall Knochen zu sehen. Und was auch immer. Wieso habe ich es denn diesmal nicht gepackt? Daumen verkrampft langsam wieder. Ja, jetzt kann ich es gleich vergessen. Ah ja, ich wette 500 von den 20.000 Toten sind die absichtlichen herbeigeführten, vor allem durch die Glitch-Zonen. Da muss man ja die ganze Zeit sterben. Das ist bei Netgirl Glitch. Ich meine, man spielt hier nicht die ganze Zeit das Level durch. So. Zack. Und zack. Wir brauchen hier auf jeden Fall einen Schlüssel. Nein, ich habe doch die Sprungtaste gedrückt. Oder anscheinend doch nicht. So. Hier lang. Es wird allerdings langsam. Es wird. Hier hin. Zack. Zack. Passt nicht zurück. Oh ja, also wirklich. Nicht in den Segen sterben, an denen wir längst vorbeikommen können. An der darfst du sterben, die ist nämlich ein bisschen unberechenbar. Aber nicht an den. Jetzt bin ich wieder an der gestorben. Mein Daumen tut weh. Sagen wir es so, wenn ich es nächsten Part dann nicht geschafft habe in den 20 Minuten, dann werde ich es euch zusammenschneiden. Aber ihr müsst wenigstens 40 Minuten dieses Level mit mir hinbekommen. So, hier lang. Gut. Jetzt haben wir wieder die Hürde vor uns. Oh nein! Ja, ich bin schon an jeder einzelnen Kante von diesem Level irgendwo gestorben. Vor allem, wenn man hier zu langsam ist, das ist dumm. So ist es am besten. Von hier direkt. Von hier lang. Und durch die. Ja, hier bin ich auch schon in jeder einzelnen Säge gestorben. Guckt ihr, wie die schon alle blutig sind. Das war zu weit unten. Noch 6 Minuten. Gucken, ob ich es schaffe oder ob wir ein paar dranhängen müssen. Oh, jetzt war es wieder zu weit oben. Jetzt bin ich wieder den ersten Sprung verhauen. So. Wenigstens an denen komme ich jetzt die meiste Zeit vorbei. Die meiste Zeit. Och Mann, die sind so schwer. Diese Sägen, die sich drehen. Ganz ruhig jetzt. Gut. So, nicht nervös werden hier. Was? Ich dachte eben, das wäre richtig gewesen, also. Jetzt bin ich überrascht. Toll, Meepoy, wieso musstest du dir den Kopf anstoßen? Wow, voll übers Ziel hinausgeschossen. Genau, das war das Wort, das ich gesucht habe. Jetzt war ich, glaube ich, ein bisschen zu fix unterwegs.
Ja, wie gesagt, ich weiß noch, wie dieses Level in der Light World war. Da war es auch schon übel gewesen. Das ist eine Dark World Version davon natürlich noch übler. Ich würde, sie haben einfach nur ein paar neue Siegen eingefügt. Ja, und das ist hier irgendwie auch alles dunkler. Ha. So. Nein, wieso bin ich denn so früh? Oh, ich muss ein bisschen später anscheinend. Toll, die sind die Regen da oben wieder nicht in meinem Timing. Hey, hat geklappt. Hätte ich irgendwie nicht gedacht, aber es hat geklappt. So. Und wie immer, wenn das Handy sich meldet, das ist dann der Last Try für den Part. Zack. So. Toll. Hey, ich habe doch die Taste gedrückt. Wieso bin ich in der Säge gelandet? Ich hätte nicht in der Säge landen sollen. Toll, Meat Boy. Das war zu weit oben. Manchmal darf man die Taste auch nicht zu lang drücken. Stimmt's? Plattform halt. Nach diesem Level haben wir nur noch einen Boss zu erledigen. Das war irgendwie klar. Ich hab's kommen sehen. Erste Hürde. Die brauche ich immer viel Konzentration. Ja, wir sehen, was passiert, wenn meine Konzentration nachlässt. Ich muss nämlich im genauen Timing packen. Nächste Hürde. Jetzt kommt die bis jetzt schlimmste Hürde, wie ich finde. In der sterbe ich noch am öftesten. Oder sag mal am oftesten. Tommy. Gerade komme ich nicht gut voran. So, jetzt hier wieder. Ui, das war irgendwie knapp. Dem sagen, das klappt nicht. So nicht. Ob ich es mal wieder schaffe, etwas voranzukommen. Oder die ganze Zeit wieder nur dasselbe sehen. Nämlich das Fehlen hier. Ich merke es irgendwie, ich merke sofort, wenn das nicht klappt. So, zweite Hürde nehmen. So, jetzt kommt die dritte Hürde. Die für mich schwierigste. Was? Das hätte doch klappen können! Ich habe anscheinend gerade das richtige Timing nicht drauf. Wow, das war eben ein Epic Save von irgendwie. Das klappt nicht, jo. War klar. Wieder immer noch die Meat Boy-Dinger runter. Fallen, wenn wir schon wieder, wenn wir noch erscheinen. Jetzt kriege ich schon wieder den Anfang nicht mehr hin. Nee. Ich bin leicht genervt. In der Level. Pff, irgendwie geschafft. Nein, ich hätte doch einen Zwischenstopp machen sollen. Statt mich darauf zu verlassen, dass es klappt. Wow, ich bin eben an der Säge da oben gestorben, oder? Das ist ja auch das erste Mal passiert. Oder? Nee, jetzt ist es nicht das erste Mal. Und viel Zeit ist nicht mehr. War irgendwie auch wieder abzusehen. Gleich wird mein Handy biepen. Also es wird nicht biepen, es wird vibrieren. Dann sind wir wieder am Last Try. Mal gucken, wie weit wir noch kommen, bis es soweit ist. Ha, so geht's. Nein, jetzt bin ich nicht richtig gelandet. Wo ich es langsam drauf habe, da richtig durchzuspringen, kann ich nicht mehr fallen. Wir sind ja noch lange nicht so weit in dem Level. Da verwechsel ich dich gerade mit der Dr. Fetus Bosszone.
Okay, jetzt hast du mich erschreckt, Handy, und meine Katze auch. Also gut, ein Part noch, dann wird's zusammengeschnitten. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal.